Martha. Warum kommen Sie eigentlich jede Woche zu mir in die Therapie? Mein Boss hat gesagt, sie schmeißt mich raus, wenn ich nicht eine Therapie mache. Martha weiß alles übers Kochen. Deswegen wollte es blutig. Aber nichts. Ist das blutig genug so? Übers Leben. Wenn du nicht der zweitbeste Koch in dieser Stadt wärst, ich hätte nicht schlecht Lust, dich heute noch an die frische Luft zu setzen. Der zweitbeste? Was soll das heißen? Weißt du, wen sie meint? Doch eines Tages... Ja? ...ändert sich alles. Ist Mami tot? Was weißt du denn über deinen Vater? Er heißt Giuseppe aus Italien. Das ist doch schon mal was. Wir. Martha, das ist Mario. Mario, Martha, unser Chef. Zwei Köche an einem Herd, das ist wie zu zweit Autofahren. Das geht einfach nicht. Wollen wir bitte? Ich möchte lieber nicht essen. Und es ist eine große Ehre für mich, mit dir zu kochen. Es gibt kein Rezept für die Liebe. Heute Abend kochen Lina und ich. Aber jede Menge Zutaten. Sergio Castellito. Nur Lina und ich. Maxim Förste und Martina Gedeck. In Bella Martha. Was hast du? Bella Martha. Ein Film für Genießer. Demnächst im Kino. Non perderti per niente al mondo. Via.